Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Paper Mario, wo uns ein Wegelagerer auflauert. Dann wollen wir doch mal sehen, wer das denn wohl ist. Das dachte ich mir doch schon fast. Ich hab dir doch gesagt, wir werden uns wiedersehen. Jetzt bekomme ich meine Rache. Los geht's, Baby. Pass gut auf. Yeah. Plumps. Tolle Wassereffekte, muss ich mal sagen. Mario, ich rede mit dir. Ich verspreche dir, dass dieser Kampf gänzlich anders als der letzte verlaufen wird. Wer ist die Eierschale? Was ist das für ein Knirps? Schnauze! Du, Mario, du erinnerst dich doch an mich. Nein, ich sage mal ja, ich bin nett. Das ist verdammt richtig, ich bin Junior Trooper. Diesmal wirst du die Engel singen hören. Sehr interessant, sehr interessant. Das wollen wir doch noch sehen. Das wollen wir doch erstmal sehen. Bereite dich auf den Schmerz vor, Mario. Ich zeige dir, was ich gerade erst gelernt habe. Yeah, pass gut auf. So. Sowas hast du noch nie zuvor gesehen. Deine Angriffe sind erstmal wirkungslos. Ich würde sagen, wir wechseln einfach mal das Mitglied. Erstmal auf Gumbario, ich will ihn nämlich analysieren. Aber ich habe so eine Vermutung, wie wir den kleinen Junior Trooper dort herauslocken können. Nachdem uns Mr. Mustache mal wieder geheilt hat. Und da habe ich natürlich mal wieder das Timing versaut. Wie sollte es auch anders sein? Gut, dann wird Mario sich jetzt erstmal fokussieren. Hört die Engel singen! Und Gumbario macht das, was er am besten kann. Wie hört auch gleich sein Name? Junior Trooper? Ach, ich erinnere mich nicht genau. War nur ein Scherz. Maximal KP 15, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Sieht er nicht süß aus, wie er sich in seiner Eierschale versteckt. Einfach niedlich. Ihn zu besiegen sollte kein Problem darstellen, glaube ich. Und schon wieder das Timing verbockt. Heute bin ich aber auch mal wieder zu nichts zu gebrauchen. Denn, würde ich mal sagen, laden wir mal unseren Hammerschlag auf. Denn wenn das so funktioniert, wie ich jetzt gerade vermute, dann kann es ja nicht schaden, gleich mit vollem Karacho durchzubrettern beim Schaden. Yeah! Gut. Fähigkeit Bombe. Okay, die war nicht perfekt. Aber auf jeden Fall dringen wir durch. Er hat einfach nur eine Verteidigung. Stup! Genau, er hat einfach bloß Verteidigung bekommen. Wer rechnet damit, dass sich der Klempner über solche Fähigkeiten verfügt? Gerühr, es ist noch nicht vorbei. Dann werden wir uns gleich mal wieder... Oh, nicht fokussieren. Das war jetzt natürlich ein schön blöder Fehler von mir. Wir haben schon volle Energie, Mario. Merkst du das denn nicht? Und... Bombette wird wieder für eine Bombenstimmung sorgen. Genau, so können wir eigentlich uns unseres kleinen Freundes hier ziemlich gut erwehren. Der nun wirklich nicht zu den stärksten Gegnern gehört, aber ich finde es schön, dass er sich quasi einpanzert und er ist einfach ein lustiger kleiner Bursche. Der sich quasi wahrscheinlich uns als Rivalen. Sieht und nicht als großen Helden oder als Feind, sondern wirklich so als gleichwertigen Gegner. Beziehungsweise eigentlich sieht er sich vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als uns, habe ich das Gefühl. Was schön zu der Kinderrolle passt. Also ich weiß jetzt nicht, wer Trupa war. So viel von der Mario-Reihe habe ich denn doch nicht im Kopf, dass ich das noch aus dem Kopf weiß. Was jetzt natürlich ein bisschen schade ist, aber tja,
Ich habe das Gefühl, wir werden es hier innerhalb des Spiels noch erfahren. Wow, 20 Sternenpunkte, allein für einen Gegner. Und auch Bombett freut sich aber total knuffig. Du warst gerade sehr gesprächig, mein Junge. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir ein schönes Item von ihm erhalten oder irgendwas noch, anstatt nur die 20 Erfahrungspunkte. Aber das ist, glaube ich, auch ganz viel. Mario! Ja. Ach so. Mario, Mario, ich bin's, Twink. Erinnerst du dich an mich? Nö. Ich hörte, dass du den Stein befreit hast, der von den Kuba-Brüdern bewacht wurde. Bowser und seine Bande sind ziemlich sauer deswegen. Ich wusste, du würdest es schaffen, Mario. Du bist schon einen Schritt weiter. Aber genug des Feierns. Ich komme, um dir wichtige Informationen zu bringen. Es scheint, als wird einer der Sterne irgendwo in der staubtrockenen Wüste gefangen gehalten. Bowser hat es in sein Tagebuch geschrieben. Der Ort heißt Staubtrockene Ruinen. Die Prinzessin hat viel auf sich genommen, dir diese Informationen zu verschaffen, Mario. Wenn wir noch etwas herausfinden, werde ich es sofort wissen lassen. Ich muss jetzt zurück zu ihrer Hoheit. Sie ist so mutig. Ich hoffe, die Nachricht war dir hilfreich. Oh, doch, so weiß Mario auch, wo wir hin müssen und nicht nur wir als Spieler. Gut, da wir eben doch ein wenig Schaden eingesteckt haben, denke ich mal, es wäre das Beste, uns bei unserem Freund Toad ein wenig auszuruhen in seiner schicken Aladdin-Weste, die natürlich thematisch sehr gut passen würde, wenn wir jetzt einen Toad mitnehmen würden, wenn wir in die Wüste gehen. Dann könnten wir fragen, ob noch eine Wunderlampe hat und einen Genie gefunden. Ja, wir haben uns ausgeruht und die Reise wird uns dadurch viel, vielfach erleichtert. Speichern. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal im Postamt vorbei. Aber ich habe das Gefühl, wir haben vielleicht neue Briefe bekommen. Oh ja, Mario, ja, hallo. Nun, du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du lesen? Colorados Frau hat dem Cooper geschrieben. Ja, bitte. Cooper, wie geht es dir? Deine Mutter war vor kurzem zu Besuch hier. Wir haben Cooper-Tee getrunken und geplaudert. Was? Schildkröten? Kannibalen. Sie schien ein bisschen enttäuscht zu sein, weil du noch immer unterwegs bist. Sie sagte, sie würde ein köstliches Essen zubereiten, wenn du zurückkommst. Falls du zurückkommst. Hörte dich auf etwas... Damit du etwas hast, worauf du dich freuen kannst. Ach ja, wenn du meinem eigenwilligen Mann treffen solltest, sag ihm, dass er öfter nach Hause kommen soll. Pass gut auf, Colorados Frau. Möchtest du noch mehr Briefe lesen? Nö. Ja, wir fahren die Briefe für dich auf. Wenn du eine Post lesen willst, kannst du jederzeit vorbeikommen. Klar, das werde ich tun. So, ein Kerl namens Bluff hat auf dem Platz drüben einen Ordenladen aufgemacht. Ich war noch nicht da, aber scheint sehr selten Orden zu verkaufen. Was? Du da schon? Das verkauft er also in dem Laden. Wir haben ihn ja schon gesehen. Hey, sieh da! Mein Papa hat einen Laden eröffnet. Wollen Sie nicht einen Blick riskieren? Wir haben coole Sachen. Es ist ein Ordenladen. Wir verkaufen Orden. Ach, tatsächlich. Kommen Sie doch mal rein. Wir haben sogar 8 Stück aus Höhen. Oder Johto oder Kanto. Wollen Sie welche davon haben? Wir haben viele seltene Orden, also schau ganz genau hin. Anti-Vorhang. Schwächt die Abwehrkraft des Gegners und bringt Schaden? Nett. Verlängert die Strecke, die Mario wirbeln kann? Ach so, ja. Und? Ein schwächerer Gegner wird durch einen Erstangriff besiegt? Cool. Oh, das finde ich ganz schön knorke, den Orden. Aha, wusste ich's doch, Mario. Ich wusste gleich, dass du ein Auge für Orden hast. Das hier ist ein guter. Erstangriffsorden kostet 100 Münzen. Ja, ich möchte ihn kaufen. Vielen herzlichen Dank. Ich ändere von Zeit zu Zeit mein Sortiment, also schau hin und wieder mal vorbei. Gut, den gucken wir doch gleich mal. Orden.
habe allerdings das dumpfe Gefühl, dass der uns ein wenig mehr... Was? Der erste Orden kostet ein Punkt? Heilige Scheiße. Dann werde ich mal den Powersprung wegmachen, um den Erstangriffsorden anzulegen, damit wir gleich einige von den Gegnern erledigen. Wie es dort gerade beschrieben wurde. Ich würde mal sagen, in der Folge hier schauen wir nochmal kurz in dem anderen Laden vorbei und holen uns noch zwei Pilze. Und schauen mal bei unserem Bruder vorbei, denn den haben wir schon eine Weile nicht gesehen. Und dann können wir hier vermutlich hoch, denn hier stand ja vorher eine Wache, die ein wenig nach dem Tod aussah. Also nicht nach einem Tod, sondern nach dem Tod. Gut, hier haben wir auch einen Pilz. Pilz, kostet 5 Münzen, ja, will ich haben. Ja, und ich will auch noch einen Pilz haben. Und auch Honigsirup will ich haben. Ja, haben, haben, haben. Steht ganz viel auf der Haben-Seite im Skonto. Gut. Gut, gut, gut. Wo? Da war die schöne Röhre. Denn Mario wohnt ja in der Kanalisation. Wie wir alle wissen. Und mal gucken, ob unser feiger Bruder denn zu Hause ist. Es ist nichts im Briefkasten. Also ich habe dort unten gerade Musiknoten gesehen. Post an Mario. Ah. Lieber Mario, wie geht es dir? Ich bin Klein T. Ich bin nur ein kleiner Toad. Ich lebe in Toadtown. Ich bin im Dojo ganz... ich habe im Dojo ganz viel trainiert, damit ich Prinzessin Peach retten kann. Ich schreibe dir später wieder. Tschüss. Hallo Mario, ich bin T. Tanja. Wim Quismos liebreizende Assistentin. Danke, dass du an unserem Quiz teilgenommen hast. Unsere Quoten haben alle Rekorde gesprengt. Sind dir die Sternsplitter denn auch von Nutzen? Bitte besuch uns wieder, bis du auch die letzten Fragen beantwortet hast. Ich werde dich anfeuern. Titania und die Cooper-Brüder. Mario, du Ratte, wie kannst du es wagen, uns so bloßzustellen? Wir werden dir das nicht vergessen. Pomodoro. Das hat nicht wirklich jeder von denen geschrieben, oder? Hey, ich würde mich nachts nicht mehr auf die Straße rauen. Melanzano. Ich werde dich zum Weinen bringen, Asparago. Du solltest von jetzt an beim Schlafen nur ein Auge zu machen, Kuppelchen von Citronello. Wir kommen wieder, die Cooper-Brüder. Interessant, also hier sind unsere Briefe und im Postamt sehen wir nur die, die an unsere Kollegen gehen. Ah, hier ist ja der Kleine. Das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Nee, nicht das. Moment. Ob wir ihn auf die Weise erreichen. Ja, tatsächlich. Hi Mario, früher oder später stehe ich mir einen Abenteuer bevor. Deshalb trainiere ich hier. Was sagst du? Ich glaube, eine Wüste. Oh ja. Von Tautern fährt ein Zug dorthin. Hey, vielleicht sollte ich mitkommen. Nein, bist du sicher? Gib mir doch eine Chance. Ich will ihn dabei haben, Mario. Was willst du eigentlich? Gut, hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Und auch hier ist... Ach so, okay. Und ebenfalls hier ist nichts. Gut, dann habe ich erstmal alles erledigt, was ich in dem Part erledigen wollte. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir versuchen, einen Weg in die staubtrockene Wüste zu finden. Bis gleich!